Ja, von dort kamen wir. Das heißt, wir gehen mal dorthin. Dort könnten wir theoretisch durch die Zeit reisen, aber dort kommen wir noch nicht hin. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier jetzt einmal außen rum gehen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Wie gesagt, das wird so kompliziert. Vor allem auf Dauer dann. Aber es scheint wenigstens, dass wir ein bisschen eingegrenzt sind. Das heißt, ja, wir können den Dungeon jetzt nicht komplett erkunden, theoretisch. Also nicht zweimal komplett erkunden. Aber wie gesagt, das wäre auch ein bisschen zu viel. Also die Dämonen wissen auf jeden Fall, wie man gute Inneneinrichtung macht. Das muss man ihnen lassen. Einfach ein Raum, ewig viel Lava und... Was war das gerade? War das der Rabe? Okay. Einfach ewig viel Lava und eine riesengroße Statue innen drin. Kann man machen. Okay, nehmen wir die Truhe. Ja. Ich hätte fast schon nicht zurückkehren müssen für die Truhe, weil... Ja, es ist halt bloß eine Truhe. Findet man ab und zu mal schönes Zeug, aber... Ist auch nicht so viel. Ich könnte auch mal mein Zeug wieder upgraden, aber es passt eigentlich auch. Soweit. Tja gut, hier ist einfach gar nichts. Es ist immer so, dann wartet man immer irgendwie was, was da sein sollte, aber nö. Es gibt dann einfach nichts dort. So, da kann ich kurz landen, genau. Da haben wir wieder diese Dinge. Ich weiß noch nicht ganz, wofür die gut sind. Da haben mich festhalten. Was soll ich denn dort unten? Vor allem, wie komme ich da runter? Achso, da hätte ich mich jetzt festhalten müssen, klar. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, wo ich... Oder wie ich dort reinkomme. Das ist halt... Ach, von dort oben. Jetzt, okay. Halt so, dann so. Hier drüber und dort rein. Und dann komme ich von oben dort rein. Jetzt verstehe ich das. So, hier fallen das. Hallo. Okay. Oh Gott, du hast mich erschreckt. Dafür musst du jetzt einfach mal sterben. Danke. Meine Güte, kommt der da einfach so rausgesprungen. Verrückter Kerl. Du hättest dich da ruhig festhalten dürfen, Dude. Was war das denn? Ich dachte, das macht er automatisch. Jetzt, danke. Wieso nicht gerade ebenso? Tja. Und dort ist es auch noch nicht mit dem Festhalten, hä? Achso, dann einfach wirklich bloß... Das reicht doch gar nicht. Muss ich ja vielleicht irgendwie weiter oben anfangen, oder... Weil von dort aus reicht es ja auch nicht, die Kurve. Aber die reicht genauso wenig. Aber wie gesagt, das kann doch genauso wenig reichen. Na toll, das bringt mir jetzt viel. Hä? Wie sonst soll ich da aber rüberkommen, wenn ich da jetzt nicht... Und ich komme ja dort nur runter. Nee, von unten komme ich wieder hoch. Aber ich komme ja nicht einfach so gerade runter. Das ist ja mein Problem. Also gerade eben verstehe ich es ja nur nicht so ganz. Dort komme ich bloß die ganze Strecke rüber. Da kann ich mich aber auch bloß greifen. Und dann theoretisch nach oben. Komme ich da überhaupt schon hin? Ich verstehe es gerade nicht ganz. Ich will zu dieser Kiste, aber... Ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme da gar nicht hin. Jetzt, ah, okay. Das sah ein bisschen...
Was? Wo? Wow, okay. Hier sollte ich rein. Glaube ich. Das sah irgendwie alles sehr komisch aus. Aber so funktioniert's. Was stampft da so? Irgend so ein Typ irgendwo. Einmal 360 Grad? Ah, nicht ganz. Da hoch. Weiter hoch. Irgendwas hier in der Mitte? Hallo? Ne, aber hier einfach mal eine Seite. Okay. Das heißt, mit den Seiten machen sie auf jeden Fall... was? Oh Mann, okay. Du bist wieder oben rausgekommen. Das ist nett. Bitte diesmal... Nö. Da kann es sich irgendwie so... Ach, toll. Großartig gemacht. Da kann es sich irgendwie so an der Seite festhalten. Aber dann nicht mehr nach oben. Das ist ja merkwürdig. Wo komme ich denn jetzt raus? Ey, jetzt bin ich hier, aber da wollte ich gar nicht hin. Ich war doch dort hinten noch gar nicht fertig. Hä? Ich blick's gerade nicht ganz, muss ich sagen. Dort komme ich wieder in die Zukunft. Wo komme ich denn hier hin? Noch gar nirgends, weil dort unten zu ist. Wir machen erstmal das Tor auf. Das sollte ja dann in der Zukunft eigentlich auch offen bleiben. Okay, gut. Einer von den Typen, der ist in Ordnung. Auch wenn er hier auf engem Raum ein bisschen mies sein wird. So. Dann zwingen wir ihn wieder zum Blocken. Oder er haut hier einfach kräftig drauf. Da ist man aber, glaube ich, sicher, wenn man bei ihm steht, wenn ich das so richtig sehe. Ja, und der blockt wieder. Wunderbar. Und das war's mit ihm. Sehr schön. Gibt's hier unten vielleicht noch was in der Zeit? Einfach bloß. Na, nochmal so ein Typ. Vielleicht käme man nämlich an die Kiste dann in der Zukunft nicht mehr. Das ist halt so eine Sache, wo man dran denken muss. So, Kiste. Sonst noch irgendwas hier? Nee, ich glaube nicht. Ich kann nicht. Da kommen wir nicht rein. Das heißt, hoch mit dir. Nochmal hoch. Und jetzt will ich nochmal diese Kiste haben, dort hinten. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt vielleicht bloß erreichen können, wenn... Ja, in der Zukunft, aber... Ja, wahrscheinlich. Aber was war dann dort hinten? Ach, verdammt normal. Ich dachte ja nicht, dass es dort unten dann weitergeht. Wer hätte denn damit rechnen können? So, jetzt einfach nochmal... Ich fange an, diesen Dungeon zu hassen, muss ich sagen. Geht mir ein bisschen arg auf die Nerven. So ein, zwei Stellen. So, dort unten ging es ja weiter. Das heißt, es muss doch hier irgendwie einen Zweck geben, dass es hier dieses ganze Zeug gibt. Zur Kiste kommen wir auf jeden Fall mal nicht. Keine Ahnung, wie man da rankommen soll, aber auf dem Weg auf jeden Fall nicht. Wo sind wir jetzt? Wo kommen wir denn? Ach so. Wie doof ist es denn, da zwei separate Wege zu machen, die beide zum selben Ziel führen? Das muss doch dann irgendwas mit dieser Kiste auf sich haben. Da ist eh bloß die Karte drin, ich weiß es ja, aber trotzdem. Mich verwirrt das irgendwie ein bisschen. Gut, gehen wir mal durch die Zeit. Okay, Kisten und sowas alles sind hier komplett anders. Das heißt... Aha, dort könnten wir rüber. Dort sind wir hergekommen. Die Schriftrolle des Seelendenkers habe ich dort aber nicht gefunden. Das heißt, sie müsste hier irgendwo sein. Zum Beispiel dort. Gut. Folge diesen Koordinaten, um dem Labyrinth des Seelendenkers zu entkommen. Osten, Norden, Osten, Norden, Süden. Okay.
Wir könnten dort jetzt über die Plattform. Ja, genau, um dort hochzukommen. Aber dann will ich nochmal die Kiste holen. Weil die Kiste können wir dann nur hier erreichen. Ich weiß nur noch nicht ganz wie. Weil das ist irgendwie ein bisschen wirr. Können wir die dann vielleicht über Wandsprünge erreichen? Reicht es? Frage ich mich jetzt. Das ist irgendwie so merkwürdig gemacht dort unten. Das ist irgendwie... Es sieht nicht so danach aus, als sollte man dorthin. Na toll. Wenn ich es nicht mal aktivieren kann, dann geht das Ganze natürlich sehr viel leichter. Ups. Nein, das wollte ich gar nicht. Ach, komm schon. Ich glaube, es geht eher bloß von der anderen Seite. Das heißt, wir schwingen uns mal kurz rüber. Und dann hier hin und jetzt nochmal rüber. Das hat ja gerade ganz gut funktioniert. Wenn er nicht zu weit fliegen würde. Da rüste ich aber vielleicht auch gerade mal den Todesgriff aus. Dann können wir das vielleicht sogar leichter machen. Ich habe doch den Todesgriff aufgerüstet, hä? Hallo? Danke. Da jetzt umdrehen. Na komm schon. Na komm schon, danke. War, Hilfe. Oh Gott, nein, jetzt. Wieso denn immer? Was hast du denn immer für Probleme, Tod? Dankeschön. Und ich werde wieder runterfallen. Ja, weil ich mich wieder in der Luft festhebe. Wieso auch immer. Es hat gerade eben so gut funktioniert. Ich weiß zwar nicht, was ich da irgendwie kaputt gemacht habe. Ich glaube nämlich nicht, dass es so gewollt war, was ich da getan habe. Es hat wenigstens funktioniert. Das jetzt funktioniert aber wieder gar nicht. Ja, weil ich von der falschen Seite komme. Ich muss das Ding von vorne aktivieren. Und das geht halt nicht, weil ich nicht von vorne komme. Ach, ich muss dort rauskommen. Jetzt. Ich habe das Spiel da vorhin bloß gebuggt. Ich muss von dort unten rauskommen. Und dann bin ich natürlich vorne dran. Das war gar kein Eingang. Wow. Da hat mich das Spiel jetzt aber echt selber verwirrt. Aber bloß deswegen, weil... Ja, es sah so aus, als sei das irgendwie gewollt gewesen. Zumindest sagen wir es anders. Es hat funktioniert. Oh Gott. Nicht die schlauste Sache, die ich hier gemacht habe, aber gut. So, und jetzt runter mit dir. Na also, guck mal. Jetzt haben wir es doch begriffen. Geht doch. Meine Güte, dauert einfach manchmal bloß ein bisschen länger. Wer kommt denn aber auch drauf, das so zu machen? So, das hätte man nämlich vorhin schon machen können. Ich dachte nur, wir kommen dort irgendwie anders hin. Dankeschön, meine Güte, einmal bloß für diese beschissene Karte. Oh Gott. Das war jetzt echt ein bisschen... ein arges Gefummel. So. Jetzt können wir hier wieder raus. Jetzt haben wir die Karte. Wobei die Frage ist, haben wir die Karte von beiden Bereichen oder bloß von der Vergangenheit? An sich ja bloß von der Vergangenheit, oder? Also wenn sie es eigentlich genau nehmen. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie es überhaupt nehmen. So, da nochmal eine Kiste. Wunderbar. Und dann gehen wir mal wieder durch. Okay, die Rolle des Seelenlenkers haben wir hier jetzt gefunden. Das ist gut. Das heißt, danach müssen wir nicht mehr Ausschau halten. Dort gibt es ja sowieso nichts mehr. Das heißt, wir gehen runter. Okay. Mehr Arena? Nö. Doch. Achso, die untoten Skarabäen wieder. Wie gesagt, was auch immer die hier machen. Und meine Sorge soll es nicht sein. Ich kann sie immer noch ganz gut wegknallen. Wenn ich nachladen würde, danke. Wunderbar. Das funktioniert doch recht gut. Dort sterbe ich sowieso, wenn ich da reinfall. Das weiß ich jetzt schon. Genauso, ja gut. Da ist es irgendwo klar. Von dort bin ich gekommen. Das heißt, ich gehe in die Richtung. Zack und hoch. Okay.
Bin ich jetzt von dort gekommen? Ja, von dort bin ich gekommen. Das ist immer gut, wenn man sich da so ein bisschen theoretisch Markierungen gesetzt hat, beziehungsweise setzen kann. Dass man wenigstens ein bisschen den Überblick hat. Oh. 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 Ich verstehe. Das ist nicht gut. Sah zwar cool aus, ist aber gar nicht gut, dass das gerade passiert. Das heißt, wir haben jetzt schon fast so ein Spielchen auf Zeit. Weil es der halbe Dungeon eh schon davon fliegt. Wunderbar. Hier haben wir nichts, wir kommen da an nichts. Da ist bloß eine Fährmannsmünze. Die Tür können wir gut erreichen, aber da kommen wir ja sowieso nicht ran. Das heißt, es ist eh egal. Wo kommen die ganzen Skarabäen jetzt wieder her? Ach, du große Güte. Wieso treffe ich die manchmal einfach nicht? Wieso habe ich dem Skarabäus jetzt keinen Schaden gemacht? Man kann sie doch sonst auch immer so gut angreifen. Na gut, verstehe ich nicht. Muss ich aber vielleicht auch gar nicht. Kann ich die vielleicht bloß von hinten angreifen, oder wie? Dort komme ich wieder in die Vergangenheit, aber wir versuchen erstmal in einer Zeitform zu bleiben. Okay, die sind am Rücken und oder am Kopfbereich unverwundbar. Das muss man auch erstmal wissen, das sah irgendwie nie so wirklich danach aus. Sensen, die packe ich nicht mal ein. Wieso denn auch? Eventuell müssen wir hier aber auch gar nicht in die Vergangenheit wechseln. Das ist halt das nächste Problem. Vor allem, die heilen sich wieder komplett voll, sobald ich sie am Kopf angreife. Das ist doch auch irgendwie nicht ganz richtig, oder? Du bist weg. Du auch gerade so. Ich meine, sie tun mir... Ja, sie heilen sich wieder komplett voll. Kriegen danach aber meistens immer einen Crit ab. Komischerweise. So, das heißt aber, dass wir diesen Weg auch in der Vergangenheit gehen könnten. Und jetzt wird es halt kompliziert. Was bringt uns das denn jetzt? Ach, hier sind wir mehr innen drin. Können aber sogar zurück. Das könnte wichtig sein. Ah, die Tür bleibt bestehen. Das heißt, auch der Schlüssel sollte bestehen bleiben. Ja, was heißt, wir brauchen bloß einen? Aha. Was erspähen meine Augen da? Machen wir ja erstmal nochmal alles kaputt. Versperrt. Ja, ich weiß doch. Auch das haben meine Augen schon erspäht, aber ich meine eher das da hinten. Ach, komm schon. Danke. Wunderbar. Hat sich schon gelohnt. Außerdem müssen wir dann später hier hin. Jetzt bringt uns das eher wenig, weil wir brauchen dafür dann erst den Schlüssel. Okay. Oh. Na, Fährmannsmünze, okay. Also es scheint hier wirklich bloß für den Schlüssel zu sein und für, naja, eventuell noch für den... Unmöglich. Für den Stein. Ich weiß nicht, wie man dann später noch hinkommt. Aber wie gesagt, eventuell dafür noch. Okay. Ah, Truhe. Wo? Wo? Da. Okay. Was haben wir da drin? Ein bisschen Geld, ein bisschen Schuhe und... Na gut. Und dort kommen wir dann bloß von der anderen Seite hin. Okay. Gut. Wie gesagt, das heißt, das ist dann wirklich bloß erst was für später. Dort müssen wir nicht mehr rein. Hier haben wir alles. Ja, und jetzt beginnt es kompliziert zu werden. Vor allem, wenn die Viecher respawnen. Wobei, sind sie nicht mal wirklich. Das ist halt das nächste Problem. Wir sind einfach so viele von denen. Das da in der Mitte ist... Ah, Kiste. Die hätte ich gern. Da ist der Schlüssel drin. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das dann in der Vergangenheit auch so ist. Oha. Wo führt mich das hin?
Wo führt mich das hin? Da finden wir auf jeden Fall mal die Fährmannsmünze. Ein normales Portal. Ach, jetzt kommt schon, ihr Käfer. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Oh. Ist hier da was anderes? Ja. Na komm. Danke. Sehr schön. Stein der Macht. Stein der Macht? Das war aber gar kein roter. Sah zumindest nicht rot aus. Was macht hier für komische Geräusche? Ich will aber eigentlich erstmal in die Vergangenheit wieder. Ich habe das Gefühl, dass wir dort mehr erreichen können. Außer es würde jetzt bloß um die Truhe gehen. Ich gucke erstmal in die Vergangenheit. Wie gesagt, das sieht hier so aus, als können wir da weitermachen. Und wir können ja jederzeit zurück. Na, wer bist du denn? Malstrom. Ich schieße ins Gesicht. So, was kannst du aus so ein bisschen Feuerwerk machen? Bisher, wenn man dich nicht zum Zug kommen lässt, gar nichts. Ist gar nichts, kannst du relativ effektiv, muss man sagen. Hält aber doch schon einiges was aus. Okay. Der war nicht schlimm. Wie gesagt, klar, ich habe ihn natürlich auch die ganze Zeit beschäftigt. Wenn der mit zwei anderen Viechern kommt, kann der fies sein. Ich hätte ihn eigentlich angreifen lassen sollen, damit ich sehe, was er denn überhaupt macht. Aber, naja. So interessant war der jetzt ja auch nicht.